Hallihallo, hallo, liebe Leute, herzlich willkommen zurück bei 7 Days to Die. Den Fernseher machen wir mal aus und wollen ja hier ein bisschen baduddeln. Und heute geht's dem Turm an den Kragen, der ja so komisch rumsteht. Irgendwie kriegen wir den schon runter, ich weiß nur noch nicht wie. Es gibt dann auf jeden Fall jede Menge Metall, da freue ich mich tierisch drauf. Aber hier wollen wir erstmal ein bisschen noch... Oh, Eisen, guck mal. Den ganzen Tag mit der Pickaxe zugange. Ja, ich hoffe, das ist okay für euch, wenn wir aktuell ein bisschen, weniger Survival machen. Dafür ein bisschen mehr in die Crafting-Richtung. Noch mehr Eisen. Na komm. Denn wir müssen uns ja mal ein bisschen einrichten, ne? So kann ja kein Mensch leben. Hier unterm See. Am liebsten machen wir das natürlich mit Tonnen. Vielleicht gehen wir auch mal auf die Suche nach welchen. Ich frage mich, was eigentlich passiert, wenn wir die ganze Karte theoretisch geplündert hätten. Respawnt das Zeug irgendwann, oder? Und wo ist verdorri nochmal das Eisen hin? Wir müssen ein Stückchen trinken. Wir nehmen mal den Yucca-Saft. Nom, 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 nom. Aber satt sind wir nicht. So, also wir gehen Richtung Turm. Und versuchen ihn zum Einsturz zu bringen und werden vielleicht nochmal kurz in diese Fabrikhalle reinstiefeln, um da ein bisschen was zu plündern. Ich denke da zum Beispiel an Benzin und... Nee, so, 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 so. Nee, den brauchen wir auch. Leiter brauchen wir erstmal nicht. Und Benzin. Benzin musst du haben. Zack. Zack. Und dann machen wir hier auch... Sollen wir das Stein lassen als Boden? Nee, komm, wir machen dann da Holz hin. Sieht bestimmt cooler aus. Stein nehmen wir trotzdem alles mit. Hä? Jetzt hängt die Fackel da. Ach, deswegen, weil die Fackel da steht, wird das nicht zu einem Feld. Anscheinend. Na gut, lassen wir es erstmal so. Zap, zap, was soll ich euch großartig erzählen? Ja, ich bin immer noch müde. Von der Silvesternacht. Ugh. Aber musst du durch, ne? So. Ich weiß, da ist jetzt Wasser. Ja, Tatsache. Und deswegen knallen wir da auch Stein hin. Hm, so. Ist hier jetzt noch Wasser? Ja. Oder? Nö. Nö. Hier hingeht. Das Wasser fließt irgendwie 4-5 Blöcke weit, habe ich denn. Macht es den Anschein. Gucken wir mal, wenn wir hier jetzt einfach was wegnehmen. Ja, das funktioniert doch. Und setzen wir es nämlich dahin. Und hier kommt noch ein Stein. Dann müsste hier überall Wasser. Jawolski, sehr schön. So, was haben wir denn? 5.37 Uhr aktuell. Ich überlege gerade, wie wir den Turm da runterkriegen. Wahrscheinlich, indem wir uns draufstellen. Das würdet ihr gerne sehen, ne? Ich denke nicht. Nein. So schon mal nicht. Irgendwie vielleicht... wir müssen ihm irgendeinen Anreiz geben, da mal runter zu kippen. Weil fliegende Türme gehen halt mal gar nicht. Ich weiß es ehrlich gesagt nicht. Noch mehr Metall da abhacken? Einfach? Oder... Oh, Potassium. Gief. Hä? Oh, ich hasse es, wenn die in anderen Blöcken verschwinden. Ich weiß noch nicht. Wir gehen einfach mal hin gleich und schauen, was sich so machen lässt. Aber vorher machen wir noch unser Inventory ein wenig leer. Kisten haben wir ja genug erstmal. Hopp. Okay. Das ist die letzte Reihe, ne? Wie es aussieht, ja. Aber die machen wir noch eben. Ah, es dauert wieder. Wollen wir denn was zu trinken? Da. So, so, Pickaxe ist auch gleich wieder im Arsch. Aber was soll's. Komm, hau mal richtig zu hier, Kollege. Wir haben keine Zeit. Jetzt bin ich mal gespannt, ob die es in unsere Mauern geschafft haben. Die hier nie ist. Auf jeden Fall planscht da oben gut was rum. Ja, da oben die Zeile machen wir auch nochmal weg bei Bedarf. Aber erstmal geht's jetzt, was haben wir denn? 9 Stück noch.
Und dann hauen wir das hier noch eben aus der Wand raus. Dann geht wenigstens die Pickaxe noch schön kaputt. 4, 1, 2, 3 und kaputt. Jetzt aber kaputt. Wunderbar, das nehmen wir mit. Habe ich noch nicht 2 rausgehauen? Ja, okay. Pump Shotgun. Ja, guck mal, die ist ja eh ein bisschen lediert. Wo haben wir denn hier noch Platz? Hier. Da können wir das alles mal reinwanken. Stein haben wir genug. Sand könnten wir noch mal ein bisschen unterwegs mitnehmen. Der Planfall, das brauchen wir jetzt auch gerade nicht. Eisen, Zinnminen. Ja, zu einem Minenfeld kommen wir auf jeden Fall auch noch mal. Und ja, da rennt die Zeit schon wieder weg, sehe ich gerade. Eimer brauchen wir alles nicht. Brauchen wir alles nicht. Krepp. Ein Block Concrete haben wir hier noch. Da ist die Sniper. Obwohl, die nehmen wir mal vielleicht doch mit. Falls wir auf dem Turm übernachten. Also nicht auf dem Turm, sondern in der Fabrik. Das weiß ich nämlich noch nicht. Large Bonds. Fackeln haben wir nur noch 4. Hatten wir noch irgendwo Sticks bestimmt, oder? Nee, das sind Spikes. Ja, guck mal, hier haben wir doch noch ein bisschen Plywood. Da können wir wenigstens noch ein paar Sticks rausmachen. Ein paar Torche. Hä? Nee. So, ein paar Sticks, ein paar Torches dann. Und dann geht's auch endlich los. Ja, lang genug hier in einem dreckigen Loch gesessen. Das hört sich immer an, als ob die direkt um die Ecke wären, die Kumpels. Sind sie aber nicht. Hoffe ich. So, wir gucken mal von oben. Ach, hier kommen wir ja wieder nicht hoch. Da müssen wir uns was anderes dann ausdenken. Dass wir da von außen hochgehen oder so. Aber dann kommt ihr auch da problemlos drauf. Also hier drin sitzt du zumindest schon mal nicht. Ist das schon mal gut. Den Barbed Wire nehmen wir mal mit. Hüpp. Genau, dann rastet ihr mal schön aus. Muss aber gerade mal gucken. Ich glaube, wir gehen gerade in die falsche Richtung. Jawolski. Also einmal so halb um den See herum. Das sind viele. Da ist so ein Digger. Nö, sind gar nicht so viele da. Wie ihr seht. Sieht aber schnieke aus, unser Schlösschen. Aktuell. Ja, das wird natürlich noch toller. Der Turm da wird richtig hoch, das sage ich euch. Jetzt sind wir auf dem richtigen Weg, genau. Können wir dann auch schön mit Metall noch ein bisschen arbeiten, meinetwegen. Weiß nicht, ob es Eisenblöcke gibt. Hm. Scrap Metal sollten wir ja genug haben, wenn wir den Turm irgendwie runterkriegen. Was ist das? Da oben ist schwitzt so eine Biene durch die Gegend. Hm. Ansonsten haben wir hier auch noch genug Eisen rumliegen. So ist es nicht. Also wenn es uns an was nicht mangelt, dann ist das Eisen. Irgendwer jammert hier gerade rum. Ein Köter höre ich auch schon wieder. Und eine Biene. Und alles eigentlich. So. Da ist der fliegende Turm von Pisa. Beziehungsweise von 7 Days to Die von Neverskane. Den will ich jetzt irgendwie da runter kriegen. Ich weiß nur echt noch nicht wie. Da ist doch was. Da. Hm. Hm. Ich hab doch getroffen. Hm. Erledigt, okay. Hier ist noch eine Biene. Was? Achso, der Dicke. Könnt ihr mich mal in Ruhe arbeiten lassen hier vielleicht? Ich wäre euch sehr dankbar. So, wie kriegen wir das Scheißteil hier runter? Ich habe keine Ahnung. Boah, erstmal hier ein bisschen. So, dass ich in Ruhe arbeiten kann. Soll man einfach mal hochkraxeln? Ja, ich will ja nicht hochkraxeln. Moment mal. Haben wir denn irgendwas hier? Wir haben auch gar keine Blöcke, um da jetzt hochzukommen. Das ist Stein alles. Pickaxe. Haben wir kaputt gemacht. Haben keine neue bei. Aber wir können eine bauen. Iron Ingot. So, komm. Pickaxe. Brauchen sowieso eine neue. So, was? Oh, die nerven die Typen. So. Chili können wir uns auch mal reindrücken. Om nom nom. Ja, irgendwann kommen wir halt dann nicht mehr dran, um das Ding komplett einstürzen zu lassen, ist das Problem. Gibt's doch nicht. Wenn ich jetzt da reingehe, geht das Ding hoch, oder wie? Ohne Worte. Irgendwas müssen wir da mal machen.
Ich glaube, wir gehen mal leicht drauf. Das war natürlich sehr klug jetzt. Man kann auch Autos irgendwie explodieren lassen, indem man drauf schießt. Habe ich auch mal gesehen. So, erstmal er hier. Herzlichen Dank für die Painkillers. Und dann machen wir es mal so, dass wir, dann machen wir uns ein paar Metal Trussings, das reicht ja schon. Eins, zwei, drei, vier, das müsste reichen. Ja, ich gehe jetzt nicht ganz hoch. Wo ist er denn? So. Zack. Okay. Irgendwie muss es doch gehen, dass das blöde Ding einstürzt. Dann hauen wir die Leiter nochmal ab hier. Ah, da ist es. Das ist doch nur die eine Seite. Schön. Aber müsste jede Menge Metall geben. Zwei. Ernsthaft jetzt? Zwei Metall? Warum ist diese Seite jetzt noch? Ja, toll. Was stützt die denn da? Seite des Todes, Leute, echt? Gibt's doch nicht. Vor allem dann zwei Kack-Metal? Nee, Hauptsache die Leiter steht, ne? Ihr seht's ja. Ja, ein Königreich für einen Raketenwerfer. Höhö, wir gehen mal hier rein. In die Butze. Und, eine Fackel möchte ich mir nochmal ganz gerne reinlegen. Denn, so. Wir haben ja die oberen Etagen noch gar nicht abgekraxelt. Und man weiß ja nie, was es hier noch so zu finden gibt. So, hier sind wir, glaube ich, schon. Sind wir hier schon hoch? Ist die Flinte nachgeladen? Nein, natürlich nicht. Das sieht ja auch lecker aus hier. Da liegt auch noch einer. So. Ja, Metall. Schön. Was hat er bei? Ja, hätte mich auch gewundert, wenn er eine Rakete bei hätte. Ach, warum bin ich nur so blind und habe die Raketen daneben gejagt? Beziehungsweise da oben rein. Ihr seht das kleine Loch. Da habe ich sie nämlich reingejagt. Hallo? Ist ja creepy hier. Magazines. Was hier los? Hallo? Ja, da war ich doch gerade schon. Müll, Müll, Müll. Ah, verdammt. Da muss doch noch irgendwo was Tolles zu finden sein. Gibt's doch nicht. Geht's auch noch hoch? Vielleicht können wir es damit machen, mit dem Fass. Ja, machen wir. Aber erst am nächsten Tag. Geht's dann wieder nach unten, ne? Boah, nicht runterfallen. So, von hier bin ich doch gekommen. Treppe. Okay. Machen wir hier auch ein bisschen Licht. Für den Fall der Fälle. Okay. Hier gibt's nichts. Und dann werden wir es nämlich auf dem Dach wieder verschanzen. Das hat ja gut funktioniert. Müssen wir nur ein bisschen aufpassen, weil... Beziehungsweise müssen ein bisschen früher los. Weil wir haben da oben ja noch den Stein, den wir erstmal aus dem Weg räumen müssen. Was ist denn hier los? Ist dahinter was? Oh. Der hat versucht, sich zu verstecken. Hat nicht so ganz geklappt, glaube ich. Oh, allein, was, wie viel Metall hier rumhängt, ne? Müsste man ja eigentlich mal die große Ausschlachtung machen. Oh, hallo. Das habe ich, glaube ich, schon. Nee. Ja. Jagdgewehr. Diese Seite nehmen wir ein andermal mit. Jetzt gucken wir erstmal hier oben noch. Oh. Hier könnte auch bestimmt noch irgendwas sein. Spinnenweben, wofür auch immer man die braucht. Man weiß es nicht. Vielleicht finden wir hier oben ja noch eine Rakete. So ein Schreibtisch mit einem. Ja, super. Na komm. So. Noch eine Etage höher. Das ist dunkel.
Wir haben nur noch diese eine Fackel. Deswegen müssen wir ein bisschen vorsichtig sein. Und nicht, dass uns hier gleich Viecher entgegenkommen. So, aber ich glaube, wir sind schon... So, gehen wir mal hier rum. Wir sind schon ganz oben. Und müssen jetzt auch mal gucken, dass wir uns da ja ein bisschen verschanzen. Ich habe doch hier diesen Barbwire irgendwo. Genau. Dann machen wir nochmal so. Und so. Dann haben wir auf jeden Fall unsere Ruhe. Und hier geht's hoch. Hä? Ach, Kacke. Wieso Leiter? Ich will einen Stein hacken. So. Den da drüber kriege ich auch noch. Zack. Und dann sind wir auch wieder oben auf unserem Dach. Wir müssen das natürlich dann wieder abdichten. Haben wir noch Stein? Ne, Potassium. Guck mal hier. Wir können einfach den gleichen Stein wieder nehmen. So, so, so. So. Okay. Dann sind wir hier doch ganz gut versorgt fürs Erste. Was ich nochmal testen wollte. Ich habe ja hier hinten was Tolles gesehen. Das ist ja mies, dass er... Irgendwie kriegen wir es in den Turm hin. Und zwar hier wollte ich mal reingucken. Was ist denn das? Okay. Sieht aus wie so ein kleiner... Wie so ein kleines... Dachloch. Dachloch ist auch gut. Hallo Dachloch. Das Stück noch. Oh, wir haben schon wieder Hunger. Die Chilis halten aber nicht so lange. Okay, so war das jetzt nicht gedacht. Aber immerhin. Wir machen ein bisschen... paar Bricks. Naja. Wir sind ja bekannt dafür, dass Dinge einfach einstürzen unter uns, ne? Hallo? Ich nehm einfach den Stein jetzt mal mit, keine Ahnung. Wie blöd ist das denn? Okay, so viel dann zu total guten Dächern. Was ist denn hier drunter? Kann ja eigentlich... Geht's da runter? Vielleicht soll ich aufhören, hier Löcher reinzuhacken. Oh ja, da geht's auf jeden Fall tief runter. Weil nachher bricht das Ding auch noch ein. Machen wir mal nicht. Ich wollte mal gucken. Das ist doch Kacke hier. Wieso fliegt der? Hä? Was ist da los? Vielleicht wenn wir da oben irgendwo ein Fässchen draufsetzen. Dann müssen wir uns halt hochbauen. Ich verstehe es echt nicht. Das ist der Physik-Engine ist halt noch ein bisschen buggy. Jetzt habe ich... Und dann bricht vor allen Dingen nur diese Seite ein. Wieso? Verstehe ich nicht. Hier ist irgendwo eine Biene. Schoss sie nicht runter. Da oben fliegt sie. Drecksau, komm her. Pass mal auf. Pass mal auf, Fräulein. So. Ja. War klar, dass du dich jetzt verzieselst. Einmal nachladen. Ist zu weit weg. Naja, also wir müssen uns irgendwas überlegen, wie wir das... Eliminated Hornet. Oh, jetzt kam es an. Zack. Okay, wir müssen uns irgendwie überlegen, wie wir diesen blöden Turm da runterkriegen. Das gibt's doch nicht. Da werde ich jetzt erstmal meine Zeit mit verbringen, definitiv. Bis das Ding fällt. Eher gehe ich nicht mehr nach Hause. Und ob wir das schaffen, sehen wir einfach in der nächsten Folge mal. Na, ich mach's gut, ihr macht's besser. Euer Hadi.